Ja, Lars ist. Irgendeiner ist nicht angeschnallt. Achso, der Kameramann. Der Kameramann ist nicht angeschnallt. Oh, ich dreh durch. Tag Leute, ihr wisst, ich stecke richtig tief drin in der Nahverkehrsszene und wenn es da Neuigkeiten gibt, dann habe ich da ein Auge drauf. Und deswegen bin ich hier gerade in Lübeck. Es gibt nämlich eine neue App vom Stadtverkehr Lübeck, nennt sich Lümo. Das ist kein Szenegetränk, sondern ein Szenegefährt. Ein Nachtshuttle, das man per App ganz locker flockig bestellen kann. Das Ganze am Wochenende und zwar nachts von 1 bis 5 Uhr. Und ich darf das jetzt mal testen, obwohl es nicht Nacht ist. Oder kriegen wir das hin, dass es irgendwie Nacht wird? Das ist jetzt hier, ich erkenne hier nichts mehr drauf. Warte, Hilfe. Ah, jetzt geht's wieder. So, und ich habe mir die Lümo-App schon mal aufs Handy geholt. Das solltet ihr auch dann unbedingt machen, wenn ihr hier in Lübeck unterwegs seid. Zack, raufgehen. Und da sehe ich auch schon das nächste Lümo-Gefährt, das unterwegs ist. Und das rufe ich mir jetzt einfach mal. Da gehe ich auch weiter. Dann wird mir hier auch direkt der Preis angezeigt. Ich kann auch noch zwei weitere Leute mitnehmen. Aber ich fahre jetzt alleine und lass mich überraschen, ob vielleicht schon jemand im Auto sitzt. Weiter. Ich habe kein Semesterticket oder eine Monatskarte oder eine Einzelkarte im Moment dabei. Deswegen lasse ich das Feld mal frei und bestätige. Ansonsten würde sich da auch der Preis ändern. Und oh, der Fahrtvorschlag ist da. Ich kann ihn jetzt annehmen. 5 Minuten dauert es. 3,33 Euro. Fahrt annehmen. So, und jetzt danke für die Buchung. Bitte. Habe ich gerne gemacht. Ich warte. Oh, ich sehe sogar, wo der Fahrer ist. Das ist ja wie bei Scotland Yard. Ich vertraue auf meine App. Wenn die sagt, dass das Auto da ist, dann drehe ich mich jetzt um. Es ist da. Mal gucken. Ja, meine App hat es mir verraten. So, dann wollen wir mal eine Runde fahren. Moin. Ich bin Lars, Nachname von ASH. Wer sind Sie denn? Caroline Höhnke ist mein Name. Hallo Caroline. Ja, und ich bin vom Stadtverkehr. Stadtverkehr Lübeck. Wir betreiben Lümo seit Februar diesen Jahres. Lümo, Lümo. Wir machen das, um sozusagen die Zukunft der Mobilität zu testen. Denn Mobilität entwickelt sich im Moment in diese Richtung. Es wird mehr elektrisch sein. Das heißt, es geht mehr um Elektromobilität. Auch das testen wir hier. Und es geht um geteilte und On-Demand-Mobilität. Wir sind das zweite Verkehrsunternehmen in Deutschland, die das so ein System testen. So eine geteilte Mobilität, geteilte Fahrten sind Teil des ÖPNV und können den ÖPNV ganz wunderbar ergänzen. Lübeck, das Silicon Valley von Schleswig-Holstein, könnte man so sagen? Das könnte man natürlich so sagen. So, ich durfte jetzt ja in der App auch angeben, ob ich eine Fahrkarte schon habe. Was brauche ich dafür oder was hätte ich dann haben können? Ja, das liegt daran, der Preis von einem Lümo, der setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Das ist einmal der ganz normale Fahrpreis im SH-Tarif. 2,60 Euro ist sozusagen der Grundpreis. Der entfällt, wenn jemand eine gültige Fahrkarte hat. Eine gültige Fahrkarte heißt irgendeine Fahrkarte, die auch hier im Bus zu der Uhrzeit gültig ist. Das heißt eine Tageskarte, ein Semesterticket, ein Monatsticket. Aber ihr sollt die Karte schon haben. Der Fahrer, der kennt sich aus, der weiß, welche Karten gültig sind. Das Betriebsgebiet ist die Altstadt und ein bisschen nördlich der Altstadt, bis im Süden, bis zur Universität und Fachhochschule. In diesem Bereich wohnen einfach viele junge Leute, viele Studierende und für die ist dieses Angebot vor allen Dingen nachts. Ich habe Lümo getestet. Ich muss sagen, das gefällt mir. Ich glaube, nachts um eins ist es wahrscheinlich noch spaßiger. Also, heute Nacht sehen wir uns vielleicht wieder. Ja, ich bin dabei und sage herzlich willkommen. Pure Freude. Also, alle Party-People in Lübeck, holt euch alle die Lümo-App. Können natürlich auch Leute, die nicht in Lübeck leben, aber gerne mal in Lübeck feiern wollen. Lümo. Hier gibt's Marzipan. Ist das auch mit drin im Preis? Das ist nachts geschlossen.